Wir sind heute auf dem Golfplatz in Ristissen, denn hier findet der Audi Quattro Cup statt. Ich habe die Gelegenheit mal genutzt, um selbst auszuprobieren, wie Golf funktioniert. Habe es vorher noch nie gemacht und mein lieber Scholli, das ist viel schwieriger, als es im Fernsehen immer aussieht. So Ungeübte wie ich merken das vor allen Dingen im Rücken, weil man sich wirklich ganz gerade hinstellen muss und alle Muskeln anspannen muss, wenn man diesen Ball da unten treffen möchte. Also Übung ist angesagt. Übung, das haben die meisten, die hier heute bei diesem Turnier mitspielen. Und ich möchte jetzt mal wissen, wie hat es bei denen heute so geklappt? Wie ist es denn bei Ihnen gelaufen jetzt bei dem Turnier? Ja, schlecht gespielt haben wir gut. Muss man nicht mehr dazu sagen, oder? Nee, aber es war durchwachsen, sehr gute Löcher. Wir haben uns dann manchmal ergänzt. Hat er einen guten Schlag? Ja. Dem Wetter entsprechend. War es okay. Mhm. Ja. Man fängt immer schlecht an nach der Unterbrechung. Ja. Man ist aus dem Spielfluss heraus und fängt dann wieder von vorne an. Und dann fängt man meistens schlechter wieder an. Haben Sie sich denn wenigstens zwischendurch mal ein Brezel gegönnt bei dem Unterstand? Genau. Klar, das haben wir. Ja, das muss dabei sein. Natürlich, ja. Gell? Trinken. Kaffee, alles wunderbar in den Hütten. Also der Bauch ist immerhin voll. Genau, also wir haben keine Schwäche anscheinend. Genau. Hat alles gepasst, wunderbar, außer das Wetter. Aber es gibt ja beim Golf kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Und hatten Sie schlechte Kleidung oder waren Sie perfekt ausgerüstet? Bin nicht nass worden. Ja. Man sollte immer einen Regenanzug dabei haben, und dann ist es okay. Das kann man so sagen, ja, weil einfach auch der Regen schon ziemlich heftig war. Und ich sag, wenn man eigentlich für sich allein spielen würde, würde man überlegen aufzuhören. Aber durch den, dass der Teamspiel ist, zieht man es durch. Aber war schon heftig, ja, und natürlich auch nicht zufriedenstellend. Was haben Sie denn gemacht? Also zwischendurch, es hat ja geregnet, zwischendurch fast gehagelt, gewittert. Wo haben Sie sich denn da hingestellt? Also beim Hagel, da waren wir gerade unter an der 16, da gibt es ja Schutzhütte, da sind wir dann kurz reingegangen, weil auch das Grün total voll war mit Hagel, haben das kurz abgewartet, auch weil es zum Teil gedonnert hat und da hat man ja in letzter Zeit schlechte Erfahrungen gemacht. Da haben wir kurz aufgehört, aber sonst haben wir halt durchgespielt, was soll's. Also Golfer sind echt hart im Nehmen, oder? Muss man. Das ist ein Golfspiel, wird nur unterbrochen bei Gewitter und sonst nicht. Harte Kerle. Ich glaube, ich habe hier den einzigen Herrn erwischt, der wohl nicht nass geworden ist heute bei dem Turnier, weil Sie hatten Ihren Caddy dabei. Ja, das ist richtig, aber da wird man erst richtig nass. Echt, warum? Ja, natürlich, wenn der Wind kommt von der Seite und dann sitzt man auch immer im Regen. Ist ja seitlich offen. Das heißt, also, aber dafür sehen Sie also relativ trocken noch aus, ne? Was haben Sie richtig gehört? Ja, das ist ein Geheimnis eigentlich. Das ist Kaschmir und das trocknet gleich und da kommt kein Wasser durch. Also schon wieder was gelernt. Ja. Wie ist es denn bei Ihnen heute gelaufen beim Turnier? Sehr gut, ja. Wunderbar, dank meiner Frau, die hat sehr gut gespielt. Mentale Unterstützung, weil ganz viele haben gesagt, heute ist es bei Ihnen überhaupt nicht gelaufen wegen dem Wetter. Kann ich mir gut vorstellen, es war windig, es war nass, der Platz war lang. Mhm. Und dadurch werden wahrscheinlich die Ergebnisse nicht so zufriedenstellend sein wie sonst. Aber Hauptsache, bei Ihnen war es gut. Und wir waren zufrieden, sehr zufrieden. Nach wie lange ist es jetzt her? 5 oder 6 Stunden? Wann habt ihr angefangen zu spielen? Wir haben angefangen um 11. Um 11, also sind es jetzt doch fast 6 Stunden, die wir jetzt hinter uns gebracht haben, ne? Ja, und bei widrigem Wetter, mit Hagelsturm, Brutalregen. Also heute haben wir alles mitgemacht, was es beim Golfen geben kann. Aber wir haben nicht aufgehört. Eiskalt weitergespielt, trotz Gewitter sogar gab es zwischendurch. Jetzt am Schluss zufrieden, dass wir es geschafft haben? Ja, eure Turniere sind immer klasse. Der Audi ist ein super Veranstalter. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. Es gibt kein schöneres Turnier wie das Audi-Turnier.